Haben die den jetzt draußen? Oder drin? Ah, sitzen in der Pad fest. Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke hier. Aber mal, dass ich auch mit Ruhestein hier rauskomme. Hätte ich natürlich auch einfach mich direkt beim Friedhof hier überleben können. Bling! Und raus. So, da sind wir in Goldhain. Dann gehen wir mal kurz hier reparieren. Kommt näher. Ja, geht ja. Ja, der kann ja jetzt dann weg. Kommt wohl auch weg. Das ist Zweihandschwert. Wille und Ausdauer bringt also alles nix. Das weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Der Hopfen kann dann jetzt auch weg. Das kann auch weg. Wo ist denn jetzt mein... Da ist der Schreitkolben. So. Der kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Kann ich eh nicht tragen. Das ist mein gutes Schild. Das kann auf jeden Fall nicht weg. Ja. Wobei... Ich weiß jetzt nicht, was ich bei den Zwergen lerne kann und was nicht. Lassen wir das mal. Ich habe ja 2 Gold. Ich bin ja richtig reich. Ist eine Kriegerausbildung? Nein, gibt es nichts zum. Lebt wohl. Weil es kann sogar sein, dass es was gibt. Nur nicht anzeigt. Ja. Guck mal, der fasst sogar richtig viel. Spöttischer Schlag. Schutz. Schildblock. Na. Schildblock könnte schon ganz praktisch sein. Schönen Tag auch. Wie viel Gold habe ich noch? Das geht echt ins Geld, ey. So, Schildblock. Brauche ich ein Schild. Habe ich, glaube ich, immer auf die 5 gehabt. Rache. Auf der 2. Ne, Schildblock habe ich immer hier oben gehabt. So, das war, glaube ich, so. Verteidigungshaltung. Führt einen sofortigen Gegenangriff für Feinde aus. Schadet, verursacht. Bedrohungen. Und dabei eine hohe Masse an Bedrohungen. So, dann bin ich vom Tanken her, aber Akku halten mich auch schon einiges besser bedient. Spöttischer Schlag ist nur in der Kampfhaltung. Zwingt die Bedrohung für so Sachen. Okay. Sind wir dann für morgen für einen weiteren Run auf die Dead Mines doch schon noch ein bisschen besser ausgerüstet. Weil wir Erste Hilfe Dichter 75 oder war das 80? Na, ich krieg eh gerade keinen Skillpunkt. Okay. Nur 2 Skillpunkte. Bum, 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 bum. Hallo. Meine Waffen. Aber
hier hinten hin. Auf dann. Okay. Wohlstoff dahin. Dann machen wir mal Kräuterkunde an. Falls wir hier noch was Interessantes unterwegs finden. Können wir das nämlich nutzen. Dann machen wir jetzt, solange ich noch... Ja, ich habe ja noch Zeit. Also gehen wir jetzt zu den Zwergen, gucken, dass wir da unseren Waffenskill hochkriegen. Guck mal, da sind direkt Sachen gespawnt. Dann auch natürlich noch Erste Hilfe. Ach, Erste Hilfe. Kräuterkunde jetzt eher weniger. Aber Alchemie hochskillen. Auch schon nicht gerade schlecht ist meine Alchemie. Aber ich muss ja jetzt erstmal hier wieder meine ganzen Flask machen, damit ich morgen in den Deadmines auch besser gerüstet bin. Das ist zu weit entfernt. Achso, das braucht schon durch die Verteidigungshaltung. Abgesehen davon, dass man da ein Schild für braucht. Hätte wahrscheinlich sowieso alles nochmal neu anordnen. Das ist ja auch nur so eine grobe Erinnerung, wie ich es früher hatte. Aber ich glaube, es kommt schon einigermaßen hin. Auf jeden Fall war der Run nicht verkehrt. Ich habe eine Tasche bekommen. Ich habe ein besseres Schild bekommen. Nicht das, was ich wollte, aber habe ich. Streitkolben, Zweihandwaffe. Was ich nicht tragen kann. Aber mit dem nächsten Level up. Kann ich die tragen. Und dann macht das auch einiges mehr Damage. Die oder die. Die ist schon natürlich besser. Weil die Axt um einiges schneller ist. Als der Streitkolben. Aber sie macht halt Stärke und Beweglichkeit. Ist natürlich besser als Wille und Ausdauer, um Damage zu machen. Nun gut. Gehen wir erstmal zum Bankschließfach, holen unsere, also meine Materialien für Alchemie. Stell erstmal wieder Flask her. Mach generell noch ein bisschen Platz in den Taschen dann. Und dann geht es zu den Zwergen. Und die ganzen Waffen zu lernen. Das ist mein Gold wahrscheinlich direkt wieder weg. Aber ich meine, das ist ja nicht umsonst ausgegeben. Das sind ja alles Sachen, die ich halt irgendwo brauche. Wenn ich meine schon eine Schusswaffe jetzt noch finde, dann kann ich mir da auch noch Stats durchholen. So. Und den kann ich eigentlich sogar mitnehmen. Übertragen, nehmen wir einfach alles mit. So, Wollstoff. Haben wir sogar schon 40. Heiltrank. Leere Fiolen. Nehmen wir die auch noch mit. Ich will jetzt hier durch Heiltränke skillen. So, geringer Heiltrank. Ja, Erdwurzel ist halt nicht viel. Jetzt ist die Frage, was nutzen wir? Seelenstärke sind 2, das sind 2. Löwenstärke wären 5. Hab halt echt nicht viele Erdwurzeln. Aber das gibt eher Skillpunkte. Und es ist zum Dingsen besser. Zum Tanken dann in den Todesminen. So, ich wollte hier mal gucken. Nicht verfügbar. Geht in Frieden. Oder 100 brauchen wir sowieso erstmal. Ich nu dal die. So. Nehmen wir erstmal die 2 Seelentränke. Zack. Zack. Dann. Hätte ich mal erstmal die Löwenstärke gemacht. So, schwacher Heiltrank. Ja.
Wobei, brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Können wir erstmal gucken, ob die auf die 100 kommen. Sieht schon mal gut aus. Und noch ein. Zack. Da sind wir auf die 100. Was führt euch hierher? Einfach nur Wasseratmung. Würgetank, schwarz. Ja, da wollte ich dieses Öl. Ich aber ölige Schwarzmaul. Ich weiß gar nicht, wo das Zeug droppt. Atlas Loot kann mir das auch nicht sagen, oder? Doch. Oben kann mir das Atlas Loot nicht sagen. Mögen euch die Sterne leiten. Bam. Machen wir einfach so. Zack. Nee. Falsche Taste. So. Sammlung Atlas Loot. Berufe. So. Muss vielleicht die Klammern weglassen. Nee. Krieg ich den nicht hin. Das sind nur... Bla bla bla. Schutz. Nutzungstränke. Schwimmtempotrank. Müsste da nicht Wasseratmung auch dabei sein, oder? Unsichtbarkeit. Spezialexier. Des Dämonentötens. Ja, Elixier der Wasseratmung. Ah ne, Schwarzmaulöl. Da, das suchen wir. Aber wo droppt das Zeug? Das zeigt ja gar nicht an, wo Sachen droppen. Das ist blöd. Ich glaube, das muss man looten. Tja, das war dieses blöde Öl. Egal, was ich machen will. Geringer Heiltrank könnte ich dann auch noch mit skillen. Ich bin geehrt. Ist noch irgendwas, wo ich dann nicht, ja. Ja, okay, das ist der normale Heiltrank. Okay, nee. Da. Dann machen wir halt das bei geringe Heiltränke. Brauche ich jetzt noch 10 Skillpunkte. Dann kriege ich das gleich über hier Verteidigung. Also erstmal Mana-Trank. 25. Das ist die Frage, ob man die hier machen kann, indem man die da schon hat. Die mit den Heiltränken. Weil da bist ja Ewigkeiten hier die Materialien abfarmen. Achso, ich habe nur 2 Wilddornrosen. Na, okay. Die Göttin schütze euch. Dann machen wir das halt über Heiltränke. Kriegen wir schon hin. Müssen wir halt nur ein paar Wilddornrosen sammeln. Und die Sachen hier. So. Hep. Falsche Richtung. Muss ich mal auch einfach gucken. Und ansonsten... Ja, es ist, das Zeug habe ich halt. Schwarzmaulöl. Dass ich das einfach irgendwo bekomme. Ich meine, dass das irgendwo droppt. Geangelt werden kann, das Schwarzmaul. Dass das irgendwie Fische sind. Öliges Schwarzmaul. Das ist irgendwie Fisch. Ich weiß nur nicht wo. Aber das Internet kriegt das raus. Was kann ich für euch tun? Tun wir erstmal wieder
Was so viel ist weg. Achso, ja, bitte einmal einen Platz für meine Tasche. So. Ja, haben wir alles Notwendige. Dann müssen wir mal noch die, die Quests abgeben. Ich glaube, mit mir rumschleppe hier ins Stormwind abgeben muss. Da kriegen wir jetzt erstmal noch ein paar EP. Ein paar Items. Ich denke mal, die werden hier im Militärdistrikt sein. Bei der SI-7 und so. Mit 17 Verlies, keine Chance. Macht da zwar ein bisschen Damage, aber es hilft denen einfach nicht. So, gucken, ist ja irgendwo ein Symbol für Quest abzugeben. Nicht. Doch, oder? Nee. Wo muss ich das denn abgeben? Forscherliga-Abzeichen. Also das ist wahrscheinlich bei den Zwergen. Ah, das ist bestimmt alles im Zwergendistrikt. Forscherliga und Gnome. Ist naheliegend, dass das bei den Zwergen ist. Ja gut. Gehen wir halt dahin. Was denn? Das sieht kacke aus als Schild. Das gefällt mir nicht. Aber es ist auch reines Pallaschild oder Shami. Shamis können ja auch Schilde tragen. Da hat einer Mount Level 42. Hätte ich auch gerne jetzt. So, noch ein Tank für die DM. So. Ist mir nur fair, wenn wir denen sagen, dass wir nicht mehr so lange können. Was kann ich für euch tun? So, der hat sogar beide Quests hier. Bleib sauber. Zack. Was geht euch durch den Kopf? Nee, mögen das ist der Gewerkschaftsbrief. Die wir aber leider noch nicht haben. Ist nur die Frage, wo die andere Quest ist. Ah, die auch zu finden, ne? Man läuft ja hier nicht unbedingt durch die Gegend. Na, das ist aber ein schöner Dolch hier. Den habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal droppen sehen. So. Ja. Auf jeden Fall. Man sieht auch sich. Mal einiges mehr an Rüstung. Okay, der will mich anscheinend nicht haben. Hatte ich den angeschrieben? Schau mal. Oder Tiefenbahn ist, aber wo ist denn die Tiefenbahn? Hier, oder? Alter, wo war denn die Tiefenbahn? Da, da hinten. Tja, hier werden schon die Apex verkauft. Den habe ich, glaube ich, nie droppen sehen.
So. Dann machen wir es halt. Oh, da ist gerade der Zug. Die Tiefenbahn. Nein! Weg ist sie. Gab's hier? Die gab es noch irgendwo eine Quest, meine ich. Weiß nicht, ob ich die sogar schon machen kann. Was ist bei dem da? Oder war es auf der anderen Seite? Kann auch sein, dass es auf der anderen Seite war. Hier, wie geht's? Ich möchte etwas kaufen. Hintergrund Schrattenkebab. Alles klärchen. Dann warten wir hier auf die Tiefenbahn. Bup, bup, bup. Das ist natürlich ärgerlich, dass die mir direkt vor der Nase hier weggefahren ist. Da ist aber schon die nächste. Bringt 5 Hopfen, damit ihr besonders... Ach, das macht der ständig. Deswegen habe ich das nochmal. Habe ich denn mein Fass gar nicht gehabt? Ja. Zurück für Sauvert, da muss ich die Kiste abgeben. Der will wahrscheinlich auch hier seine Waffen skillen. Die habe ich fertig. Oder vielleicht können wir die Löcher abgeben. Das ist halt auch immer wirklich noch rot, ne? Aber dauert auch noch bis zum Level Up. Einfach mal so ein bisschen gucken, wie der aussieht. Ja. Da geht's mir doch echt gut, würde ich sagen. Aber ich bin auch 3 Level drüber über ihn. Und hab halt auch schon mal einmal hier gedünst. Da, die Quest kann ich tatsächlich schon machen. Dann machen wir die doch. Müssen wir, glaube ich, Ratten einfangen. Ja, noch ein paar EP. Tiefenbahn, Ratten, bla bla bla. Fangt die Ratten mit der Flöte. Da ist eine Ratte. Ich bin außer Reichweite. Hey. Eine. Da ist noch eine. Haben wir. Zack. Noch eine. Und hier. Haben wir 5 Ratten. So. Das ist ziemlich einfach. Die Quest. Können natürlich auch bei den Zwergen jetzt hier auch schon theoretisch questen. Die haben ja noch. Quest, können die Startgebiet-Quest machen. So gehen ja für mich dann jetzt relativ schnell. Gehen wir natürlich nicht so viele PS, klar, ne? Welch Freude, euch zu sehen. Weiter. Quest beenden. In den Kasten, meine Süßen. Genau so einer nach dem anderen. So, bringt den Karton Fleisch, ja, den müssen wir dann zurückbringen. Damit ihr da das Kebab draus machen kann. Ich will ja sowieso alle Quests irgendwie machen, soweit wie mir möglich. Sprich, das heißt, ich werde auch alle Stadtgebiet-Quests machen. Die Frage, ob ich jetzt hier schon mal ein bisschen auch zum Weiterleveln das mache. Oder das hinterher mache. So, da haben wir schon noch eine Quest. Aber da nicht schon für Gnomaregan, oder? Kann ich euch helfen? Besuch du links am Loch Modern. Ja, Loch Modern ist ja. In der Regel. Iron Forge. Hier ist ja Dun Morok. Und Loch Modern. Wo ist Loch Modern? Da ist Loch Modern. Das ist ein bisschen blöd.
Ich brauche eine Wache. Ich glaube, der hatte der Vorstand, der Militärführer. Da war das, muss es gewesen sein. Vielleicht weiß er das auch. Ich meine, das wäre hier irgendwo da. Ich frage einfach den hier. Hallo. Kampfmeister, ne? Nee. Nein. Leb wohl. Bleibt auf dem Boden. Aktionshausbahn, Greifmeister, Briefkastenstahl. Ach, Waffenlehrer. So. Man sieht sich. Da hinten. Kann man sogar nach dem Waffenlehrer fragen. Verkaufe Messers Schneide. Auch nicht schlecht. Ja, der wollte auch zum Waffenlehrer. Hey! Wurfwaffen. Lebt jetzt wohl! Ist nur das hier? Nein, das ist auch noch ein ich Waffenmeister. Faustwaffen, Schusswaffen, 2 an Streitkolben und 2 an Äxte. So, mein eines Gold ist wieder weg. Okay. Aber wir können jetzt schon mal die beiden Waffen hier tragen. Wenn wir was denn wollen. Würde ich sagen. Eine Gnome, ein Tank. Jetzt läuft es aber irgendwas um die 30, ne? Ja, ja, 29. Gehen wir wieder zurück nach Stormwind. Und schauen mal, dass wir die eine Quest jetzt hier abgeben. Da hinten ist die Tiefenbahn gerade reingekommen. Etwas Glück. Kriege ich die auch? Ach, immer so knapp vor meiner Nase weg. Das ist doch Absicht, Blizzard. Gib mir doch zu. Dann können wir die Quest zumindest abgeben. Achso, hier ist noch mein Donnerbräu noch. 3 Ausdauer. Habe ich ja sogar noch einen Buff. Zweihand ist die nicht sogar besser? Die ist sogar. Nee, Wille. Das war mehr Schaden. War langsamer. Nö, das lohnt sich nicht. Kaufen wir gleich. Pyrozang. Naja, solche Namen. Ich mag nicht so Namen, die irgendwie auch irgendwie Dinge oder sonstiges heißen. Lieber Namen als Namen. 53er Nachtelfjäger. Ah ja, nicht schlecht. Der zieht den Krieger bestimmt durch. Ist ja, habe ich jetzt gelesen, bei Buffed, war nicht wäre es gewesen, dass ja schon Ragnaros tot ist, glaube Onyx hier auch, oder? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben schon welche die Raids geklärt. Das ist schon echt krass. Ich finde ja, ich übertreibe schon gerade so ein bisschen hier mit dem, was ich spiele. Weil ich ja jetzt auch nicht der effektivste Spieler bin. Ne, hier 18 Stunden schon Spielzeit. Aber die anderen, die haben ja echt ja, nichts anderes tun irgendwie, ne? Dass sie so viel spielen können, dass sie schon Raids geklärt haben. Aber es gibt aber auch, ja, noch Menschen mit einem Leben. Vorher hatte ich auch kein Leben, habe ich schon gesagt. Dass ich da auch viel gezockt habe. Aber jetzt geht das nicht mehr so krass. So. Sehr gut. 5 Silber, 90 Gold und das Untergrund-Kebab. Eigentlich wäre das Rezept dafür ganz cool zu wissen.
Aber ich glaube, das Rattenfleisch kriege ich so auch gar nicht. Kann ich, glaube ich, nicht looten. Also Ratten töten bringt nichts. Kein Fleisch, kein RP, gar nichts. Kann man melden? Bin 70er Krieger. Bringt aber gar nichts. Ich ja nicht mal die Deadmines zu Ende getankt, wobei schon knapp war. Hab ich denn keinen, der mir was verkaufen kann? Ich habe jemand Zeug loswerden kann. Moment, ich laufe jetzt aber auch gerade völlig falsch. Schön, euch zu sehen. Ja. Bleibt auf dem Boden. Kein Händler. Dann laufen wir. Erstmal so weiter. Ach, Leinenstoff. Ist aber blöd, wenn da so englische Namen stehen. Ich nicht weiß, was das ist. Magiestofftasche hat 12 Behälter. Verkaufe 2. Tja, für 3 Gold. 12 Behälter hätte ich schon gerne. Besten 4-mal. Hätte ich schon einiges mehr mitnehmen können. Aber ich laufe das hier echt noch blind, ne? Gamaschen des Trollfuchs. Weißt du, ich sehe immer den Zeitnutzen, hier sowas rumzustehen, immer Haar reinzutun und so. Irgendwie nicht ganz hier drin. Aber scheint für manche schon. Kaufe große Magie-Essenz, zahle 12 Silber. Dann hast du aber sonst auch nichts mehr, ne? So, gehen wir eben hier zum Händler. Ich liefere nur feinste Waren. Verkaufe dem die Axt. Das hier. Rattenfleisch will ich nicht essen. Was habe ich denn so viel Gold jetzt gekriegt? So, einfach nur die 17 Silber hier für die den Ehrenfreund. Spitzhacke. Weiß immer noch nicht, ob ich die doch mal aufheben soll. Denn mir hier zu langsam ist der Streitkolben. Dann springe ich vielleicht auf die Axt um. An der Versicht sieht die Axt auch cooler aus, finde ich. Wenn wir dann aber erst testen können. Wenn ich Level 18 bin. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt noch rübergelaufen kommen. Zu den Questgeber hier für die Seitenkopftücher. Sind wir nämlich dann auch schon in der Nähe von den Todesminen für morgen. Morgen kann ich auch morgen Mittag ein bisschen aufnehmen. Da die Frau mit ihrer Mutter und den Kleinen einkaufen will, shoppen will. Und das brauche ich nicht mir antun, da mit shoppen zu gehen. Von daher bleibe ich zu Hause und kann dann ein bisschen aufnehmen. Also tagsüber auch schon. Also das heißt, ich kriege jetzt schon noch ein bisschen was hin. Auszunehmen, dass die Parts auch wirklich noch bei einer Stunde bleiben. Ich habe bisher jetzt momentan 11 Parts. Jetzt habe ich hier noch 3 Stunden Aufnahme. Das heißt, wir müssen jetzt 14 Parts kurz sein, die wirklich eine Stunde dann laufen, ne? Aber sobald dann der Urlaub vorbei ist, werde ich das wahrscheinlich runterschrauben. Also 20 Minuten, ich weiß nicht, für WoW 20 Minuten, dann habe ich ja echt tausende Parts und hänge aber Ewigkeiten hinterher mit dem, sag mal hier, mit dem Progress. Laufe ich jetzt gerade. Ich möchte das eigentlich ungerne, dass ich jetzt schon irre weit bin und ihr, die dann eventuell ja sogar zeitnah zuguckt, so weit hinterher hängen. Das will ich nicht. So, hier ist Silberblatt. Da oben. Da haben wir eine Erdwurzel.
Nicht genug Wut. Brauche mehr. Ja, dann greif doch mal hier an, dann kriegst du auch ein bisschen Wut. So. Ich frage, ob die Erdwurzel jetzt weg ist oder ich nur aus dem Bereich raus. Auf jeden Fall hätte ich ja nicht mehr so leicht. Naja, kann man gut vorstellen. Nee, doch nicht. Da ist die Erdwurzel. Da ist ja gar keine Erdwurzel. Doch, Erdwurzel. Ist sogar noch grün. Das heißt, da könnte ich eventuell mit etwas Glück sogar noch einen Kräuterkunde-Skillpunkt rauskriegen. Also mit meinen Hauptberufen Alchemie und Kräuterkunde bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie weit ich da bin. Ja, habe einen Skillpunkt bekommen. In Westfall und Rotkammbügel, wo ich dann jetzt auch groß noch questen will. Ich möchte jetzt aber gerne noch 2-3 Runs, am besten 4 Runs Todesmine machen, um halt genau die Sachen zu bekommen, die ich noch haben möchte. Das Schild, die Brust, der Cape und zweimal die grausame Widerhaken. Eventuell einmal die Diebesklinge. Das droppt ja bei verschiedenen Bossen, aber wenn Cleave im besten Fall für mich wären jetzt 4 Twice, 4 mal Loot. Instanzen, ja. Todesmine, gleich muss ich da oben gucken. Ne, wenn Leaf halt hier, hat sich schon mehrfach gezeigt, das hier hätte ich gerne einmal, das einmal und das zweimal als Furorkrieger dann. Und dann Rotkammgebirge, da die ganzen Quests machen. Und dann kann es schon im Dämmerwald gehen. Das wäre so mein Plan. Und zur Not dann vielleicht auch noch bei den Zwergen auch nach Loch Modan oder so. Aber das kann man mal schauen. Je nachdem, wie weit ich dann im Level bin. Ich glaube sowieso nicht, dass ich mit 4 Runs das so gedroppt bekomme, wie ich es gerne hätte. Vielleicht droppt, aber dann bestimmt auch nicht, dass ich das gewinne. Also lootmäßig. Weil ja bestimmt auch der ein oder andere das auch haben wollen würde. Da muss ich gegen diese grauen Viecher kämpfen, ey. So. Zack. Aber gibt ein bisschen Gold. Vielleicht auch noch ein Buffhut. Kojotenfleisch. Ja. Kojotenfleisch. Cool. Zack. Aber draufgehauen. Alles geschafft. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass der so knapp beim Leben ist. Ich wollte einfach nur so einmal beim Vorbeigehen helfen, indem ich einmal drauf haue. Aber dann war der auch noch ziemlich knapp beim Leben. Deswegen wollte ich ihn dann noch eben retten. Hat ja alles funktioniert. So, hier gibt es wieder keine Kräuter. Nix, nix. Es ist schon krass, ne? Wir haben Viertel vor eins. Und die Leute sind noch viel am Spielen. Frage ich mich ja echt, ob viele Urlaub gemacht haben. Aber das sind ja auch alles so in meinem Levelbereich ständig, ne? Also sind nicht nur diese Hardcore-Gamer, die ja dann auch schon lange, also mit Release schon so krass spielen. Aber es kann natürlich auch Schichtarbeit und sonstiges alles sein. Aber ich drifte gerade ein bisschen ab. Ich visiere mal das Ding in der an, aber ich muss ja hier. Den muss ich anvisieren. Das ist ja gar nicht die Speerkuppe. Das ist ja so ein Silo. Da ist was. Was Interessantes. Wilddornrose. Oh ja, sogar sehr interessant. Wilddornrose ist sehr interessant. Um mein Alchi-Skill hochzubekommen. Für die geringen Heiltränke. Sonst kann ich natürlich auch hier Elixier der Dingenskirchens machen. Weisheit, das bringt mir irgendwie so gar nichts. Denn ich könnte sie verkaufen. Aber das Königskost für Ritter und Rose wäre auf jeden Fall eine Alternative.
Und die ganzen Heiltränke brauche ich auch nicht, ne? Aber ich brauche halt zwei Witternrosen pro Skillpunkt dann. Nur wenn ich dann jetzt hier natürlich bei den Gelben nicht jedes Mal einen kriege, ja. Es ist halt so eine Milchmädchenrechnung, ne? Machst du das, was du eigentlich gar nicht brauchst? Also kriegst du den schon auf jeden Fall hoch. Den Aichi-Beruf. Auch ohne dieses Ölzeug da. Das ist immer witzig, ein Paladin mit so einer Stoffrobe. Aber nimmt halt das, was man kriegt, ne? Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts mehr zurück. So, dann gehen wir eben schnell die Quest ab. Dann eben noch ins Gasthaus für die Erholung. Ah, ich muss ganz da hochlaufen. Und dann suchen wir uns morgen wieder eine neue Truppe für die Deathmines. Jetzt habe ich ja auch noch bessere Akro-Aufbau. Fähigkeiten Schildblock. Um mehr auszuhalten kurzzeitig. Braucht ihr etwas? Jetzt kann ich mal gucken. Einhandschwert. Was ist das gegenüber? Nicht wirklich. Zweihändige Axt. Beweglichkeit. Und mehr Schaden. Nehmen wir die. Seid vorsichtig. Weil selbst wenn ich die jetzt nicht lange trage, habe ich damit zumindest mehr Gold dann. Ja, so viel Ausdauer brauche ich jetzt nicht unbedingt beim Leveln. Ich tue es mir mal lieber hier noch hin. Muss ich natürlich noch Axt hochskillen. Aber das kann ich morgen machen, solange ich da eine Gruppe suche. Kann ich dann Zweihand Axt hochskillen. Die Fähigkeiten. Hier gibt es einiges, was ich hochbringen muss. So, Armbrüste kann ich jetzt, Schusswaffen, vielleicht kriege ich auch eine schöne Schusswaffe gedroppt. Mit irgendwie Ausdauer oder so, dass man die Werte hochbringt. So, Tank für die M-Dango. Ja, aber ich gehe jetzt schlafen. Bis dann. So, da sind wir wieder. Suchen wir direkt eine Gruppe. LFG. Gruppe. Für die M. Bin Tank. Oder DD. Ja. Zack. So, den habe ich jetzt gerade. Jetzt muss ich gerade mal hier blättern. Hier von der GameStar. Ein Sonderheft. Da war was von dem. Oh, da haben wir schon eine Gruppe. Ein Mensch Krieger. Schurke. Und ein Priester. Ja, moin! Achtzehner Priest. So, wegen den Taschen, die Quest. Flasche am Strand. Ich weiß nicht, ob es jetzt doch ein Drop so gemeint ist oder westlich der Goldküstensteinbruch Westfall soll das so sein. Noch ein DD für DM.
Tja, da haben wir es doch. Da sind wir direkt vollzählig. 18er Mensch, Magier. Was wollen wir denn mehr? Gut, dann, schauen wir mal. Der Steinbruch ist ja hier, also da sollte irgendwo eine Flasche sein. Das will ich auf jeden Fall mal dann gucken. Ups. Sorry, sind gerade voll. Ja. So mag ich das, wenn ich direkt eine Gruppe finde. Zack, zack, so muss das. Braucht schon hier so ein LFR-Tool und was weiß ich nicht, ne? Einfach im Chat. Und dann gib ihm. So. Fehlen, wo sind denn die anderen? Oh, der ist ein bisschen weiter weg. Schon irgendwie blöd, wenn man jetzt hier die Waffe skillen muss. Noch nicht tot. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Muss vielleicht aufpassen. Ein Heiltrank nehmen vor sich selber. Sollte mir vielleicht ein paar lowere Gegner aussuchen, weil es war ja ein Axe zu skillen. Verfehlt, verfehlt. Ja, so macht man kein Damage. Kann ich noch nicht tun. Reicht aus. Komm. Bevor wir jetzt hier noch drauf gehen. Alter. So. Da vorne. Achso, das ist. Ach, das ist echt kacke. Sonst waren die doch so durchsichtig, glaube ich. Welche Quest brauchen die denn jetzt noch? Oh. Oder mitmachen? Achso, ja, genau. So. Geht das zumindest ein bisschen fixer für alle. Haben wir die Quest auch noch erledigt dann. Also bis zu Level 20 würde ich schon gerne die Deadmines machen. Wie gesagt, und zwei grausame Wiederhaken hatte ich ja schon alles erwähnt. Müssen wir mal schauen. Wenn wir jetzt hier Van Cleef gekillt haben und die Quest da mal abgeben, dann wäre sowieso schon Level 18. Also sonst kann man auch noch ein bisschen weitermachen und dann nahtlos ins Verlies gehen. So, guck mal, hier können wir doch vielleicht einfach mal ein bisschen helfen. Und dann da die Axt skillen. So, jetzt hier ist er so kreismäßig. Ich hatte auch jetzt die Nacht so über oder heute Morgen so drüber nachgedacht. Dass die Quests, also Ziele, wo ich angefangen habe. Und angefangen hatte ich mit WoW, da war gerade Naxxramas Event. Das Naxxramas Event. Das war, meine ich schon hier, Aufrufezeichen und Fragezeichen wurden dann, glaube ich, auf der Karte schon angezeigt. Zumindest auf jeden Fall als Fragezeichen, wenn man eine Quest abzugeben hatte. Also ich hatte schon so ein bisschen, bin ich verwöhnt. So, und ich habe jetzt hier, seht ihr, ich habe den Verkaufspreis da stehen, habe einen Addon eben runtergeladen. Das hatte ich, meine ich, damals auch schon. Das kann ich gar nicht, dass da kein Verkaufspreis noch steht. Oder ich hatte zumindest mal das relativ fix auch das Addon dafür. Damit ich jetzt sehen kann, ah, guck mal, das kriege ich so und so viel für. Damit ich das abschätzen kann, was nehme ich jetzt mit. Weil Gold geht schnell weg.
Und, Priester, muss ich sagen. Danke. Komm, ein bisschen schneller. Nein, nicht schon schnell, sogar gleich. So. Scheint mir so, als wenn der hier auf jeden Fall Schaden machen will. Was haben wir denn hier Schönes? Guck mal, 2 Ausdauer und 1 Stärke. 2 Rüstung weniger. Das will ganz keiner haben. Dann nehme ich die mal mit. Für als Tank Damage. Okay, dann tanke ich. So, sollten jetzt alle da sein, wenn ich das richtig sehe. Ja. Go, go, go! Ausdauer, please. Ups. Seid gegrüßt. So, bam bam. Zu weit entfernt. So, dann soll ich vielleicht auch in die richtige Haltung gehen. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Tja, viele mögen es halt einfach nicht so tanken. Ich liebe es zu tanken. Ich hab da Spaß dran. Finde ich irgendwie ganz cool. Klar, ich mache auch ganz gerne mit meinem Mage Damage. Nicht genug Wut. Keine Frage, ne? Aber einfach so tanken, schön auf die Mobs drauf, die Akku halten, finde ich persönlich dann schon ganz cool, so als Krieger. Meine Rüstung zu reißen oben. Ich will mal gucken, dass ich mal irgendwie eine Wurfwaffe kriege. Ich kann ja jetzt Wurfwaffen auf jeden Fall tragen. Und dafür brauche ich keine Munition. Schusswaffen sind zwar dann okay wegen den Stats her, aber wenn ich eine Wurfwaffe hätte zum Polen, wäre halt wesentlich cooler. Weil ich da keine Munition mit mir rumschleppen muss. Deswegen mal gucken. Das war da. Ich weiß gar nicht, ich glaube hier in Baba Todesminen gibt es so keine Wurfwaffe. Nicht genug Wut. Zack. Ja, wieder steht der auch noch hier wieder. Mistkerl. Ich glaube, der andere kümmert sich um den Schlachtruf schon aus Eigeninteresse. Ich muss näher ran. Von daher kann ich mich hier voll und ganz aufs Denken konzentrieren mit meiner Wut. Zack. Nicht genug Wut. Hoffen wir mal, dass wir jetzt die Quest auch wirklich machen können. Aber hier sind ja momentan. Sind ja anscheinend alle Mobs am Leben. Deswegen bin ich gerade guter Dinge, dass wir hier auch die Quest-Mobs bekommen. Genau, Int-Buff. Ich brauche Int. Oh. Die war aber anscheinend auch verschlossen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay, der hat nicht alles da rausgenommen. Hätte ja sein können, dass er sich was, was da irgendwas überlässt. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Ja, gib mir doch mal Wut hier. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Zack. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Schön hier mit der Rache. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Als du hier. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Da, schon einen Gewerkschaftsausweis gedroppt, das ist schon mal gut. Hoffentlich geht das jetzt schnell. Ich habe kein Ziel. Das endlich hinter mir haben. Eieieiei. Das war vielleicht ein bisschen viel. Hey, da hat sich einer
Hey, warum sind denn da welche grau? Hat er sich da Mobs geklaut, ey. Und hofft jetzt, dass er da von uns das gemacht bekommt, wa? Nö, lass mal. So. Was haben wir denn da? Schwere Rüstung. Könnte man auch schon fürs Damage nehmen. Wobei ich wahrscheinlich eigentlich, wenn wir jetzt den Cleave schaffen, brauche ich die eigentlich nicht. Dann will ich eh nur die blaue Hose, die wir für die Quest bekommen. Ist egal. Yay, da haben wir den Werkstattausweis. Ey, komm her. Wow, 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 wow. Ah, mach den weg. Das ist zu weit entfernt. Mann. Ah, der ist immun, klar. Brauche mehr Wut. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Ich muss näher ran. Zack. Aha. Ah, Reichweite hier. Und dann pariert der wieder. So, hier ist aber einer. Warte, ihr Fokus aber auch immer echt einen anderen, ne? Naja, typisch Mage. Immer schön drauf. Weil den Krieger, den geht's aber auch gut. Ist ja ein Krieger. Komm, mach platt. Das ist zu weit entfernt. So, Schlag drauf. Wo ist er denn da? Jetzt habe ich auch einen Ausdauer-Buff. Ich habe Schildblock. Nicht genug Wut. Hoffentlich gleich noch das Schild. Dann hoffe ich mal, dass ich den Steve auch schaffen. Der Priester ist Level 18. Er ist nicht groß anders als der Dudu. Ich weiß nur nicht, ob Priester sowieso so viel einfacher haben zu heilen. Komm her. Achso, das ist wieder der andere Typ. Zack. Brauche mehr Wut. Eine Spitzhacke. Eine Zweihandwaffe, aber das brauchen wir nicht. Da haben wir andere Sachen. Ich muss näher ran. Brauche mehr Wut. Na, warum kämpfst du denn gegen den, wenn du den gestunt hast? Aha. Da steht ja noch. Ah. Den hier mal, wa? Hätte ich verstanden. Brauche mehr Wut. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Kann ich noch nicht. Brauche mehr Wut. Alter, der widersteht aber auch alles hier, ne? Immer schön ins Spot hier stehen. Jetzt haben wir ihn. Nicht genug Wut. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit.
mehr Wut. Nicht genug Wut. Wut, Wut, Wut. Immer schreit der nach Wut. Aber solange alles läuft, stört es mich weniger. Wenn wir wipen würden, deswegen ist er natürlich ätzend. So. Okay, hier ist schon keiner mehr. Ja, wir sind jetzt zumindest bis auf diesen einen Krieger hier alleine. Das geht schon. Okay. Wir sollten da, denke ich mal, dann auch hier zuerst spawnen. Weil wir ja hier zuerst reingegangen sind. Lass die M machen, dann nochmal gucken, falls noch Zeit ist, oder?